Neue Folge von Monster Hunter, wie ihr euch sicherlich schon gedacht habt, weil ihr lesen könnt und das Video gesehen habt. Genau. Hallo Basti. Ja, hallo Dennis. Wir sind immer noch auf Puke-Puke-Jagd und der Gute ist hier irgendwo in der Nähe gewesen, eben noch. Jetzt ist er wieder weg. Schade. Alte Schuppen. Ach nee. Aber das sind gar nicht seine wahrscheinlich, ne? Das hat nee, ich weiß aber von wem die wahrscheinlich gehören. Okay. Von dem habe ich gerade gesprochen. Ja, ein lustiger Drache. Raka, Dingsbums. Aka, Waka. Puke. Höchstwahrscheinlich, ja, ganz höchstwahrscheinlich. Ich habe irgendwelche Puke-Spuren gerade gesehen. Die führen uns hier wieder runter. Ich folge jetzt einfach mal den Signalen. Ich hau hier mal ab. So, du folgst mir unauffällig, das ist gut. Vielleicht finden wir ihn ja schnell wieder. Ich hoffe, ich war ab immer noch nicht so ganz raus, ob Viecher sich wieder dann aufladen, weißt du? Ja, die können sich regenerieren, das machen sie aber in der späteren Phase. Kann ich jetzt hier. Also, wenn die essen zum Beispiel oder schlafen oder so, dann regenerieren die so. Bumm. Also, wie in echt quasi. Ja, okay. Also ist da unten weiter? Hier unten ist. Weiß ich, ja, so hier ist auf jeden Fall was. Okay, also wieder grüne Spur ist hier unten, ja. Außerdem dachte ich, es sieht spektakulär aus, wenn man da einfach mal runterhüpft. Okay. Kann man ja einfach mal machen. Oh, jetzt latsche ich hier unten durchs Wasser, dabei hätte ich mich da oben auch schön über die Lianen schwingen können. Mhm. Ah. Und ich folge dir auch. Zu noch. Spät gesehen. Aber dafür kann ich hier schön den Honig einsammeln. Den hätte ich auch Honig. So einsammeln können, aber ist egal. Honig ist cool, Honig ist voll, ja. Honig ist super. Ja. So. Gibt Megatränk. Wo ist der da oben? Müssen wir weiter? Ach, da ist er! Rat mal, wen ich gefunden hab. Wo ist er denn? Ja. Bei mir! Da, wo ich gerade draufhaue! Drüffeln! Bin ja echt gespannt, ob wir den halbwegs bald mal klein kriegen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, der nimmt irgendwie nicht so sichtlich Schaden. Der hält wirklich. Der hält echt eine Menge viel ausgehalten. Aus, ne? Das ist jetzt auch schon die vierte. Zählt auch zu den Stärken. Oh, ich bin schon wieder vergiftet. Fuck, Alter. Oh, dass sie dann immer erst kurz Kopfschmerzen hat, ey. Das bisschen Gift ja. Soll ich mal nicht so haben. Ja, wenn du vom Harten angegriffen hast, wie es passiert ist. So. Her mit dir und dann wirst du gehauen. Ich wüsste ja gerne, ob man ihm die Zunge abschneiden kann. Weil er die immer so ausstreckt. Also den Schwanz weiß ich, das geht tatsächlich. Okay, dann hau ich einfach noch. Ich habe ja vorhin so viel auf den Schwanz gehauen. Dann hau ich einfach noch mehr auf den Schwanz. Pass auf von diesen Insekten, die hier rumfliegen. Von diesen Fliegen, die auch können einen stechen. Ach so. Ja, die können einen stechen, dann ist man gelähmt. Oh, das ist nicht gut. Ist dir das gerade passiert, oder? Ja, fast. Also die wollten mich stechen. Die wollten tief stechen. Sie wollten es, aber sie. Du bist einfach so schnell. Schneller als sie, und dann ging das nicht. Sehr gut. So, Kraftschuss. Peng! Wow! Wie viel Schaden macht sowas? Hast du ihn? 3x20, also ja. 20, 40, 60. Also der geht durch den ganzen Körper durch. Das ist ja schön, also ich meine, ich. Also er kann es auch weniger Schaden machen. Da muss ich machen, ja dreimal gut treffen. Dreimal gut treffen, dass ich sowas schaffe. Ja, ich hab den Schwanz abgehackt! Nice! Ja. Kann ich den jetzt einsammeln? Ja, kann ich. Ja. Ich nehme also den mal kurz dreimal. Mit. Ich muss den richtig treffen. Ich nehme den mal kurz mit. Okay, Schwanz. Oha. Das waren jetzt mal 100 Schaden. Also, 100? Na gut, dann geht's ja mal ein bisschen schneller. Ja, aber. Ja, er ist immer noch nicht bereit aufzugeben. Ja, es ist was gebrochen. Es ist was gebrochen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh, jetzt hat er sich schon hingepackt. Oh, ich sehe nicht richtig. Ja. Also mich hast du auf jeden Fall getroffen. Aber es gibt ja kein Friendly Fire, also. Schieß ruhig durch mich durch. Ist mir doch egal. Oh, das läuft doch.
und meine Waffe ist wieder Schrott. Ich muss wieder mal Schleife haben. Er haut ab. Ja, ich muss trotzdem. Jetzt da oben ist er, da hinten ist nicht weit weg. Ist nicht weit weg. Er kann schon nicht mehr. Denkt sich so, Gott. Ja, er rumpelt auch. Ja, naja, er hat Schwanz abgeschnitten, mehrere Sachen irgendwie. Nein, kaputt. Er haut ab. Ja, ich kletter mal hinterher. Ja, ah, das ist von diesen Kriegern, ja. Das sind die Zugpieksen. Ja, ja, das dachte ich mir schon, da oben ist... Ach, hier ist sein Nest. Ist sein Nest. Ja. Jetzt frisst er hier auch noch, ich glaub's ja. So haben wir aber nicht gewettet, mein Freundchen, dass du jetzt hier Aua. Fressen darfst. Ich hol mal die Fliege. Yes, du hast es geschafft. Sehr nice, Puke, Puke. Unser neuer Siegesschlachtruf ist Puke, Puke. So, gibt's hier oben noch irgendwas einzusammeln? Ich sammle mal hier noch die Knochenhaufen ein und dann komme ich runter und nehme den Puke aus. Ja, okay. So, Puke, Puke, Puke. Wo ist er denn? Da ist er. Nein, jetzt spring runter. Ich habe nur noch 30 Sekunden. Du kannst übrigens vielleicht... Weiß es schon, Kreis gedrückt halten und nimmt da gleich alles aus, ne? Ja, das mache ich die ganze Zeit schon so. Ja. Das mache ich schon so, da bin ich schon so ich weit. Ich dachte nämlich immer, man müsste rücken. So, okay. Naja, immerhin drei Sachen gefunden, ist ja auch schon was wert. Schön. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Erfolg, Applaus. Quest yes. Erfüllt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was da als nächstes kommt. Ich auch. Was ist das nächste? Keine Ahnung. Vielleicht der T-Rex. So, nehmen wir alles mit erstmal hier. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen. Und was hattest du noch? Bonusbelohnung. Verlassen. Mal gucken, ob man mit dem Zeug hier irgendwas Cooles in der Schmiede bauen kann oder so. Forschungspunkte. Forschungsstufen. Neuer Rekord, Palico-Stufe, Erfahrung. Es wurde eine neue Arena-Quest hinzugefügt, wahrscheinlich gegen das Vieh halt. Niemand hält die Kommission auf. Schließe alle Stufe 2 Aufgaben ab. Yay. Wieder nee. Ist geschafft. Und gut aufgeteilt, ich war die Spürnase und habe mich versteckt. Ist mir gar nicht aufgefallen. War dann aus Versehen. Und du hast die meisten Teile zerstört und mit der ja, Schleuder gekommen. Mit dem hier, wie heißt denn der Drachentöterschuss heißt der? Hm. Höchstwahrscheinlich war der das. Naja, wenn du da irgendwie 60 bis 100 Schaden mitmachst mit dem Ding. Naja, das Wichtigste ist halt, der geht durch den ganzen Körper durch und trennt halt alles. Hm? Tja. Du machst auch wenig Schaden, also wenn du zum Beispiel seitlich stehst, quasi hast du nur durch den Kopf schießt, quasi machst du halt einmal Schaden. Ja, man muss halt richtig dich positionieren, aber das, ja. Das gehört halt dazu, wenn man professioneller Jäger werden will, da muss man halt auch wissen, so, wo man steht. Gehört das dazu, ja. Ja, muss man wissen, wo man steht. Hast du gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Ja. Also ganz ehrlich, immer wenn sie sagen, wir sind dem Zora Magdaros jetzt dicht auf den Fersen, Leute, es ist ein wandelnder Berg. Man sieht ihn aus 10 Kilometer Entfernung. Es ist nicht so schwer, ihm auf den Fersen zu bleiben. Ein Idiot könnte es. Ich würde mich da nicht so aus dem Fenster lehnen und mich darüber freuen. Okay, wir müssen noch mehr rausfinden. Ja, oh, wir haben jetzt die Führung in der Wildturmödnis. Also eine neue Region, würde ich sagen, oder? Cool. Stelle sicher, dass du weißt, beste Art von Quest, ja. Wir müssen jetzt die Gelehrten schützen. Drei Sterne Quest. Ja, denn. So, ich werde dann mal erstmal kurz meine Dings abgeben. Warte mal, habe ich überhaupt eine Ressourcenquest oder sowas erfüllt? Ich glaube nicht. Nee, bei den kleinen Tieren fehlt ja noch einer bei mir. Ach doch, einen habe ich abgeschlossen. Kleine Monster töten. Das ist tatsächlich hat noch geklappt. Cool. Und große Monster erjagen hat auch geklappt. Beutezüge, da nehme ich doch glatt noch was mit. Was nehmen wir denn mit? Sammle 4 Pflanzen, das kriege ich, glaube ich, hin. Und Förderplätze, Entomologie, sammle 3 Insekten.
Sammle dreimal Honig. Na, nehme ich. Moment mal. Was denn? Kann sein, dass ich total Blödsinn erzählt habe und ausgelacht werde. Ja, bitte. Den Schleifstein vergessen. Ich kann sein, dass der Bogen gar keinen Schleifstein hat. Ja, es macht wahrscheinlich Sinn, dass man da keinen Schleifstein irgendwie, ja. Genau, hier gibt es dann so Zusatzmissionen, töte Vespuiden, töte Großjahres. Also hier kann man sich wirklich tot grinden, wenn man das möchte. Also es gibt ganz viele so Missionen wie erjage einen Großjagras, töte so und so viel davon, Zusatzsachen. Das mache ich jetzt aber einfach mal alles nicht. Großteilweise sogar. Ja, aber jetzt kriegen grinden. Wir eine neue Mission. Ja, jetzt nicht. Jetzt haben wir eine neue, jetzt brauche ich jetzt erstmal nichts grinden, glaube ich. Es sei denn, wir merken, wir sind so scheiße, dass es jetzt gar nicht geht. So, ich fahre mal hoch zur Schmiede und guck mal, was ich da machen kann. Mit den neuen gesammelten Sachen. Dann ist das jetzt mal die große Schmiedefolge. Schmiedespaß! Währenddessen überlege ich mir, welche Lok ich jetzt bei mir. Ja, du hattest ja noch zwei andere, die du ausprobieren oder nehmen wolltest. Ja, ich werde auch nicht nur auf die drei erstmal fixieren, weil die haben ja jede Waffe zu viele Kombos und muss man die perfekt spielen. Ja, perfekt werde ich die nicht spielen. Aber ja, aber ich, ne? Du natürlich, ja komm, also ich erwarte nichts Geringeres von dir. Oha. Also hier sagt mir der Schmied jetzt gerade, dass der Bau des Ballons da oben jetzt gute Fortschritte gemacht hat. Wir können also die dritte Flotte irgendwie einsammeln, die sind ja irgendwie verschollen. So, und jetzt will er wissen, was er schmieden soll. Und zwar können wir ja mal die Ausrüstung verbessern. Und zwar hatte ich ja hier dieses Knochending. Das kann ich jetzt verbessern. Das ist ja ganz geil. Das macht dann... Wow, das ist richtig gut. Das macht 20% mehr Schaden, wenn ich das jetzt verbessere. Das Knochenschwert. Von 330 auf fast 400. Das ist ordentlich. Das machen wir doch mal. Kostet auch nur 1000 Tacken. Her damit. Und die nächste Stufe, da brauche ich wieder neue Sachen für. Die habe ich noch lange nicht. Aber das ist ja schon mal ganz cool eigentlich. Wie war denn jetzt da nochmal diese... So, ich setze mir das mal auf die Wunschliste, die nächste Stufe. Warte mal, wie war das? Ich kann jetzt hier... Ach, genau. So, die nächste Stufe weiß ich... Das ist dann schon die höchste. Also ich habe jetzt schon Stufe 3, Stufe 4 ist die höchste bei dem Schwert. Okay. Das ist ja ganz gut. Es gibt natürlich noch verschiedene andere Katanas. Eisenkatana hier und auch in verschiedenen Stufen. Aber ich bleibe jetzt erstmal nochmal beim Knochending, weil das, was du jetzt sagst, du möchtest mit wenigen Waffen jetzt erstmal die Kombos und so lernen. Ich würde gerne erstmal eine Waffe so weit verbessern, dass ich damit wirklich glücklich bin. Ja, ich glaube, also ich... Die Listen, die du da siehst, von deinem Schwert zum Beispiel, die ist nicht mal ansatzweise vollständig. Ne? Die wird viel, viel größer und länger. Na gut, das kann ja sein. Weil ja. Die haben noch nicht alle Monster und alle Erze und all so einen Scheiß berücksichtigt. Ja, okay. Das ist krass, was du hier alles machen kannst. Ist einfach nur krass. Ja, das glaube ich. Na, 5. Okay, Jagras-Set. Könnt ihm ja jetzt auch nochmal die Jagras-Mütze aufsetzen. Aber die Mütze, die mein Palico jetzt auf hat, sieht halt so niedlich aus. Den kleinen Metallkatzenohren. Ah. Ja. Ist es hier Fashion Monster Hunter oder ist es, also geht es ums Aussehen oder geht es um Werte? Also ich würde sagen, es geht auch ein bisschen ums Aussehen. Und ja. Da muss man schon auch ein bisschen danach gucken. Also wenn es nur nach den Verteidigungswerten geht, dann müsste ich eigentlich das Puke-Set ihm anziehen. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen geiler. Was ist denn eine geile Waffe? Gift? Oh, aber die Puke-Waffe gebe ich ihm noch, weil die hat Giftangriff im Gegensatz zu allen anderen. Ja, würde ich jetzt mal machen. Einfach, dass man mal Elementarschaden auch irgendwie anrichtet. Auch wenn es nur der Palico ist. Dann macht der 80 Gift noch oben drauf. Ist eigentlich ganz geil. Was ist denn das jetzt? Ist das so eine Art Bogen oder sowas?
trotz des skurrilen Designs verschießt der Prügel keine Pfeile. Achso, ist ein Prügel, der aussieht wie ein Bogen. Aha, macht Sinn. Gut, dass wir drüber geredet haben, danke dafür. Bescheuert. Sieht wirklich aus wie ein Bogen, aber naja. Ja, krass. So, ich guck mal, ob ich meine anderen Teile hier ein bisschen aufrüsten kann. Ja, das müsste eigentlich gehen. Stufe, zur nächsten Stufe. Stufe 4. Stufe 5. Oh, Stufe 4 muss jetzt erstmal reichen. Genau, dann. Ich rüste jetzt auch noch meine Klamotten ein bisschen auf. Ein bisschen mehr Verteidigungswert. Wo bin ich da? Stufe 4, Stufe 2, Stufe 3. Na, das Stufe 2, das können wir auf jeden Fall noch ein bisschen hochhauen. Auch auf Stufe 4, so. Ich bring die jetzt mal alle auf Stufe 4, die Sachen. Dann habe ich auch schon ganz schön was gewonnen, glaube ich. So. Da habe ich ja plötzlich 10, 15 Verteidigung mehr fast. So. Das ist ja ganz ordentlich. Zack. Und der Ledergürtel verteidigt mich jetzt besser. Ich weiß zwar nicht, wie er das schafft, aber ist halt ein besonders guter Ledergürtel mit viel Verteidigungskraft. Naja. So. Gut, damit habe ich alles ausgegeben, was ich hatte, glaube ich. Ich habe mir das Jägerset jetzt erstmal vollständig gemacht. Sehr schön. Gut, ich gehe mal an die Quest-Tafel und Tafle mal. Neue Quest bekannt machen. Muss ich noch mit irgendwem reden? Nee, ne? Ich kann einfach die beste Art von Quests direkt bekannt machen. In der Wildturmödnis wurde etwas entdeckt, das wohl der Zora Magdaros zurückgelassen hat. Und wahrscheinlich auch Dung. Auch nur irgendwo in die Gegend gekackt. Ist aber gleich so groß wie ein ganzer Hügel oder so, weil das so ein Riesenvieh ist. Jäger der Fünften. Schützt unsere Gelehrten, wenn du sie zur Untersuchung eskortierst. Okay, können wir machen. Jawohl. Aber was hatten wir denn jetzt von diesen Gutscheinen? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Wir haben ein bisschen mehr Bonus gekriegt, das mehr macht das nicht. Achso, okay. Du kriegst halt ein bisschen mehr Sachen. Na gut, ich habe jetzt mal keinen Gutschein genommen, habe ich jetzt irgendwie. Ach, das muss ich alleine machen, oder was? Gruppenmitglieder 1 von 1. Na gut. Oha. Dann müssen wir das wohl parallel einfach machen. Aber ja, ich würde vorschlagen, das machen wir auch in der nächsten Folge. Die ist jetzt schon wieder vorbei. Und nächstes Mal schützen wir bei der Untersuchung von Riesen-Lava-Monster-Dung schützen wir die Gelehrten.